Hexer? Ich hätte Arbeit für dich. Um was für einen Auftrag geht es? Um genau den richtigen für dich. Ich kenne einen Sammler in Wengerberg. Er zahlt gut für Kuriositäten aus der Monsterwelt. Grabspinnengift, Neckarherzen, kein Problem. Harpyenfedern. Ach so, warum denn Federn? Ich habe ihn nicht gefragt. Das ist eben seine Bestellung. Über welche Summe sprechen wir denn? Ich sag dir was. Bring mir ein Bündel von schönen Federn. Ich zahl dich aus und wenn du findest, dass das Honorar stimmt, sehen wir weiter. Ein Bündel Federn reicht ihm nicht? Ich werde mehr holen müssen? Vermutlich. Und? Versprechen kann ich nichts. Ich bin ziemlich beschäftigt. Ich habe die Federn. Wunderbar. Allerbeste Qualität. Das ist aber schön. Ich zahle für jedes Stück. Wenn du verdienen willst, bring mir noch mehr. Es wird immer schwerer, Harpyen zu finden. Ich verstehe nicht. Die Preise sind gestiegen. Wie hoch? Zahlst du zwei- oder dreimal so viel, bin ich dabei. Ein Witz. So viel kriegst du nicht. Du sagtest doch, es sei eine Aufgabe für Hexer. Dann zahl meinen Preis oder such dir einen anderen Spezialisten. Also gut, ich zahle mehr. Noch mehr Harpyenfedern. Wie bestellt? Gute Arbeit. Hier ist dein Lohn. Ich muss sagen, dieser Auftrag war reichlich seltsam. Das wäre noch nicht alles. Ich habe ein ungutes Gefühl, aber bitte, sprich. Ich bräuchte noch ein paar Federn. Sagen wir 8. Du oder dieser Sammler? Er natürlich. Er. Ich verstehe nicht. Warum hast du nicht gleich gesagt, wie viele es sein sollen? Ich musste zuerst die Qualität der Ware sehen. Noch ein paar Federn. Entscheide dich. Ich bezahle extra. Ich überleg's mir. Ich habe die Federn. Saubere Schwungfedern. Ganz intakt. Hoffentlich reicht das jetzt. Ich schaue sie mir an und nehme die besten. Hier, dein Lohn und eine kleine Prämie. Was soll ich denn mit dem Rest machen? Weiß ich nicht. Ich brauche erstmal nichts mehr. Leb wohl! Ja, schön bist du. Meine Königin, meine Liebste, du siehst hinreißend aus. Alle im Nest beneiden dich. Ich brauche diese Feder nicht. Nimm du sie. Nimm doch die Feder. Ich kann sie entbehren. Danke. Aber ich brauche sie auch nicht. Du meinst, der Sammler braucht sie nicht? Ja, ja. Eben der. Möchte wissen, wozu er so viele Federn braucht. Vielleicht hatte er so viel Platz in seinem Sammelalbum. Und das ist wichtig? Ja, und wie? Sei es drum. Ist eh nicht mein Metier, das Sammeln. Recht heiß für die Jahreszeit. Ja, wirklich. Gar nicht so kalt wie sonst. Das sind bestimmt diese Magier. Die mit ihren Experimenten. Fingern an der Welt rum und niemand weiß, was dabei rauskommt. Ich mag gar nicht drüber nachdenken.